Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video von und mit mir hier auf dem Dave Johnson Spencer Kanal. Wie ihr im Titel lesen könnt, gibt es wieder zwei Spiele für die PlayStation 4. Amazon macht jetzt so ein Gegenkonto zu, war das jetzt, ja, es war jetzt Saturn. Drei Spiele kaufen zwei Zahlen. Hat er erst vor paar Wochen MediaMarkt gemacht. Für den 3DS, jetzt ist die PS4 dran und Xbox One. Ja, und da habe ich jetzt zuschlagen, beide Spiele unter 30 Euro. Also jedes, das kommt 25 oder so, das auch so um die Drehe. Auf die anderen zwei Spiele warte ich noch, die dauern ein bisschen, aber für die Preise kann man eigentlich nicht nein sagen. Gibt es natürlich auch teure Sachen, was sie ein bisschen reduziert haben, aber ist ja egal. So, einmal The Crew und einmal WWE 2K15 mit einem Bonuscharakter von Sting. Und damit ich nicht so viel Zeit wieder verliere, legen wir auch mal los. Einmal ist hier The Crew. Hier steht noch irgendwas anderes da. Ist eigentlich logisch, weil die PS4 braucht jetzt PlayStation Plus. Hat 12 Jahre. Das Spiel war ja auch irgendwie ein bisschen gehypt worden. Hat aber irgendwie nie so in der Bewertung gut abgeschlossen. Aber das ist mir eigentlich Ritze. Ich sah, ich setze jetzt schon seitdem ich das gehört habe mit den gekauften Rezensionen und diesen gekauften Bewertungen, dann ist mir so eine, also da ist mir diese Print, naja, die Print-Bewertung eigentlich ziemlich wurscht, ob das jetzt GameStar ist und was weiß ich nie alles für Konsorten es gibt, die Webseiten oder Vorplayers, das ist mir eigentlich ziemlich Rille jetzt, was die schreiben. Ich bilde mir jetzt immer durch Let's Plays oder Berichten und Beschreibungen selber ein Bild und dann entscheide ich, ob mir das Spiel zusagt oder eben nicht. Also ein Spieler ist so eine Art wirklich wie, was sagen wir, Need for Speed Rivals, so eine Art Multiplayer-Spiel von Ubisoft, hier sind 15 GB erforderlich, ja, DualShock und eben alles andere. Spiel und Handbuch in Deutsch, hier hat man offene Straßen, ja, und dann packen wir das gute Stück auch mal aus. Dank der schönen Lasche hier unten, ja, geht das super. Wie immer habe ich als Rettung mein Cuttermesser hier. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Sind noch irgendwas anderes drin? Aha. Oh. Die Disc. Hinten. Das Übliche. Dann haben wir, was mich wundert. Ach so. Oh, das ist schon gar nicht mehr so blöd. Handbuch. Ja. Und was ist drin? Die Steuerung wird erklärt. Ja, und das war's dann eigentlich. Was mich aber wundert, ja, ich brauche keinen Online-Pass. Oh, gar nicht mal so blöd. Gut, PlayStation Plus braucht man so oder so. Auf jeden Fall, ich erwarte von dem Spiel jetzt nicht großartig viel. Vielleicht, also ich wollte mich eigentlich gar nicht beeinflussen lassen von den ganzen Bewertungen, aber ich mache mir selber ein Bild. Schöne geile Korn. Ich hoffe, das Spiel fesselt mich eine Weile. Ich sage ja, vom Preis her fand ich das gar nicht mal so schlecht. So, als nächstes, weil ich will auch nicht zu lange Videos immer machen, weil es gibt ja so nicht viel zu zeigen, außer bei einer Collector's Edition. Also WWE 2015 beinhaltet, enthält zwei Generations Ding. Na, der, ich glaube jetzt, ich habe, wir haben ja jetzt Ende August. Ich glaube, das Ding war jetzt bei War oder war das bei SmackDown? Der ist ja jetzt ja wieder von TNA zurückgekehrt. Mal sehen, wie da jetzt die Storyline funktioniert. Ich war ja jetzt mit der Entscheidung, dass der Taker gegen Brock Lesnar gewonnen hat, jetzt nicht so sehr beeindruckt. Vor allen Dingen mit was von Zweifel den Sieg der gewonnen hat. Ich glaube, der Taker hat das nie nötig, aber ich weiß nicht, was die jetzt für eine Storyline aufbauen wollen. Ich bin mal gespannt. 4 Player, Netzwerk, 26 Giga Speicher. DualShock und das übliche Stimmen ist logisch. Ich
brauche keine deutschen Stimmen, weil was die manchmal für einen Unsinn erzählen bei den Shows, also das muss ich mir nicht antun. Da hörst du mir lieber die Originalkommentatoren an, als unsere deutschen Carsten Schäfer und wie die bei Pro7 Max alle hießen. Ah, das ist ja Ohrenkrebs, was die da manchmal für sich geben. So, ja, die Hülle, die ist ein bisschen hartnäckig schon hier, wo die zum Abziehen ist. Komm, brauchst doch mein Cuttermesser. So. Ich denke mal, hier ist wieder ein Code mit dabei. Aha. Oh, schlicht. Disc mit John Cena. Komischerweise, hier ist es bloß blau. So, dann guck ich mal, okay, wie der Code ist. Ich glaube, das sage ich eigentlich immer so, aber man muss ja immer sagen, warum man nicht alles zeigt. Oh. Jetzt ist das, was vorne, was eigentlich hier drin ist, im Heft drin. Also bei 2K Games hat man ja immer schöne Anleitungen. Wobei die auch trotzdem ein Handbuch online verfügbar machen. Naja, ist halt so. Also ich fand die Handbücher echt nicht schlecht früher, auch von THQ. So, Ketten, Wrestling. Hier haben wir noch wieder ein paar schöne Bildchen. Ja, und das war's dann halt. Ja, diese ganzen anderen Zeug und ja. NBA 2K15. Oh, und dann hoffentlich kann ich das Bild zeigen. Uiuiuiui. Ach, das ist immer was Feines. Blu-rays. On Disc. Aha. Die größten. Und dann haben wir WrestleMania. Oh. Wie gesagt, die Veranstaltungen werden ja jetzt irgendwie langsam länger. Irgendwie 4 Stunden und so. Oh, das tue ich mir nachts dann nicht mehr an. Mensch, mit das Original. Hier haben wir den Stinger Pack. Aha, einmal der Stinger von Wolf. Ist das der Wolfpack Stinger? Glaube ja. Es kann aber aus Wolfpack oder der normale. Ich glaube, da war bei zweimal NWO gewesen. Immer beim Wolfpack. Zuerst bei dem Black or White und dann der Original Stinger aus den 90ern oder 80ern. So, das war's eigentlich schon. Keine schlechten Spiele. Ich hoffe, ihr könnt mit den Spielen was anfangen und habt die selber. Oder hab selber jetzt zuschlagen. Es läuft ja glaube ich noch bis Wochenende. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Und bis später. Ciao.